zweite Special-Folge. Waldemar ist draußen auch unterwegs, wo wir jetzt ein bisschen Holz hacken müssen natürlich, damit wir die 15 Holz hinbekommen. Dafür hätte ich jetzt exakt, wir kümmern uns um Bäume, wo Früchte dranhängen. Aus dem einfachen Grund. Wir wissen, dass da keine Wespen rauskommen können. Hat einen Vorteil. So. Genau. So. 9 Holz waren wir noch. Das war ein guter Schlag. Das war zweimal das, was wir brauchen. So, dann können wir in Zukunft da auch wieder durchgehen, weil der Baum dann da nicht mehr ist. Hat auch seine Vorteile. No! Jetzt fehlen uns wieder noch 3. Gib mir so eine dumme Wackelachs her. Was ist jetzt? 17, ja. So. Etwas herstellen. Campingplatz. Morgen kommt dann ein neuer Campingplatzbewohner.
Wow, und dafür fehlt mir genau ein Holz. Lass mich mal kurz mal schauen. Wir nehmen diese ursprüngliche, bleibt der Stein nämlich da. Ja. So, damit ist der Campingplatz gebaut. Das heißt, wir bekommen morgen den ersten Besuch. Oder übermorgen. Der Orphan Campingplatz steht fest. Ich hoffe, er wird schon bald gut besucht werden. Genau. Das ist genau das, was ich wollte eben. Das ist die Frage, wenn hinten durchkommt. Gut, sehr schön. Das war mein Ziel, dass man hier nochmal durchkommt, ohne große Probleme. Ich glaube, der ist ziemlich da echt cool mit. Also mit hier. Das schaut echt cool aus. Du hast den Wasserfall, du hast beide Wasserfälle in der Nähe. So. Hier diese super coole mini kleine Insel, die eine Brücke halten soll, und ich muss die restliche Insel mal abmessen, auch wo hier dieser Platz steht etc. Die müssen wir mal abmessen. Genau, wenn wir das gemacht haben und wirklich Quadratmeter für Quadratmeter praktisch haben, das macht Yoga, dann sind wir glaube ich auf einem guten Weg. So. Jetzt verkaufen wir noch schnell den Rest, den wir übrig haben. In dieser Mini-Folge. Und dann schaue ich mal, was sich so drehen lässt am Zeiger für Silvester. Ich will was verkaufen. Und die ganzen Kirschen.
Körper mal raushauen hier. Das restliche Holz können wir alles behalten. Das ist nämlich nicht schlecht. So. So. So, 7 Leben. Dass wir mal die Taschen mal ein bisschen leerer haben wieder. Dann brauchen wir noch 7 Steine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Dann können wir nämlich den Rest mal wieder ins Lager tun. Einfach, dass wir mal was lagern haben. Wir haben so wenig Lagern. So wenig zum Lagern, dass es echt schon dramatisch ist eigentlich. Aber wenn wir jetzt hier so einen kleinen Vorrat haben, mehr oder weniger, ist es ja nicht schlecht. So. Dann haben wir das auch. Dann sagen wir Tom Nook Bescheid, dass der Campingplatz steht. Richtig, ich platze schon fast vor lauter Vorfreude. Dann kann ich ja jetzt persönlich Hand anlegen und mich um den Bau kümmern. Morgen schon werden wir hier einen exquisiten Campingplatz haben, der nur auf Besucher wartet. Hurra! Exakt, passt. Dankeschön. Ich habe es dir gemeldet. Er steht hoch im Norden. Ich bin gespannt, wer unser 6. Bewohner wird. Geh nach Hause, öffne die Tür. Verkrieche mich im Haus und warte bis Silvester, ehe ich wieder rauskommen werde und dann Silvester feiern werde hier mit meinen wundervollen kleinen Nachbarn. Genau, so. Das haben wir alles gemacht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Sagt Charmant V, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis deine Tschüssikowski.